Camp Lindford. Die Spielplatzkontrolleure Mario Ladu und Bernd Hagmann sind vereidigte Sachverständige und prüfen im Auftrag von Städten, Gemeinden und Unternehmen Spielplätze auf ihre Sicherheit. Ich fahre jetzt mit meinem neuen Kollegen, dem Bernd, zu einem schönen Spielplatz der Stadt Camp Lindford. Dort hat man keine Kosten und Mühen gescheut und einen schönen neuen Spielplatz auf dem damaligen Landesgartenschaugelände gebaut. Der ist sehr stylisch gemacht, sehr modern und hat ganz viel Spielangebote. Ja, mal sehen, der ist jetzt schon 2 Jahre alt, wird stark benutzt, stark frequentiert und ich könnte mir vorstellen, dass wir die eine oder andere kritische Stelle finden. Für rund 600.000 Euro ist hier ein Nachbau der Zeche Friedrich Heinrich als Spielplatz entstanden. So, Bernd, angekommen. Gucken wir mal. Ah, der Mitarbeiter von der Stadt ist auch schon da. Also wir treffen hier einen Mitarbeiter der Stadt, Moin. Der üblicherweise sich in dem Thema auskennt. Der wird uns begleiten, das macht vieles einfacher, Hallo. Weil der die Plätze kennt. Ja, vor 2 Jahren war ich ja schon mal hier, kurz vor der Öffnung, Bauabnahmen gemacht. Jetzt machen wir mal eine schöne Begehung, gucken mal, ob noch alles einigermaßen in Ordnung ist. Ja, legen wir los. Legen wir los, ja. Alles prima. Und hatte der mal einen Unfall gehabt, irgendwas in den letzten Jahren? Bislang nicht, nee, eigentlich. Bislang nicht? Immer Glück gehabt. Ja, es ist schön, sowas, ich sag mal, als Spiegelbild oder in die Landschaft einzupflegen, als wäre das so ein Guss. So ähnlich sieht es da ja aus. Und ja, man hat das geschickt gemacht. Es wertet auch diesen Berufsstand, den es mal gab, auf. Legen wir los an dem ersten starren Bauteil. Eigentlich immer so ein Gerät der Marke schmerzfrei, weil was will da viel passieren? Ne? Man hat keine großen Höhen, man hat keine großen Bewegungen drin. Und gucken wir uns mal einfach an, ob Quetschstellen nicht dazugekommen sind, wo man den Finger quetschen könnte. Wenn ich die kippe, dann muss wie auch immer hier eine Hand oder hier unten ein Finger, der darf sich nirgendwo klemmen. Es darf zwar mal wehtun, aber er darf nicht abgetrennt werden oder ja, sehr gequetscht werden. Fallhöhe darf nicht höher sein wie 60 cm. Gucken wir mal, 60 cm auf Beton wäre nicht zulässig. Das messen wir mal nach. Und siehe da, das hat der Planer berücksichtigt. Ja, wir sind also unter 60, genau richtig eingehalten, ne? Und so darf man auf Beton. Dieser Bereich wurde halt angelegt, damit hier auch Rollstuhlfahrer an dem Spielgerät aktiv werden können und somit denen auch ein Spiel ermöglicht werden kann. Ja gut, die ganzen Lore, Erdbewegungen, die in so einem Bergwerk stattfinden, ich glaube, ich habe so ein bisschen verstanden. Ja, hier ist alles soweit in Ordnung. Die Verschleißteile wird jetzt im Sommer, wenn da wieder kräftig gespielt wird, werden die Verschleißteile leiden. Da müsst ihr halt ständig mal danach gucken und vielleicht austauschen, aber das wisst ihr besser wie ich. Ihr kennt die Frequentierung. Ich bin ja nur einmal mehr Gast. Alles klar. Als nächstes kontrolliert Mario Ladu eine Spielröhre. Sie soll einen Streb unter Tage darstellen, in dem früher Kohle abgebaut wurde. Na gut, dann gucken wir mal da rein. Ich muss ja mal gucken, wenn die Kinder da durchkriechen, dass keine Schrauben, Nägel oder irgendetwas hervorsteht oder Glasscherben drin liegen. Man muss ja kniend durch. So, ich sehe schon, das ist nur für kleine Bergleute. Für 100 Kilo Prüfer ist das Ding Flöz wohl nicht gemacht. Och, ich denke, da werden auch der ein oder andere größere Bergmann durchgeklettert sein. Also es war schon sehr beengt. Ja. Ja, hier müssen wir jetzt gucken. Scharfe Kanten habe ich unterwegs nicht entdeckt oder irgendwelche hervorstehenden Schrauben, die man sich so einziehen kann. Auch hier, ich würde sagen, so ein Gerät der Marke schmerzfrei. Fallhöhe ist ja nicht besonders hoch. Die ist also unter 1 Meter. Deshalb brauchen wir keine Absturzsicherung. Könnte ja sein, dass Elternteile ihre Kinder hochheben und dann laufen die oben entlang und stürzen irgendwo ab. Also hat man auch hier, wie man sieht, der Hersteller das schön eingehalten mit dem 1 Meter. Die Fallhöhe entspricht den Vorschriften. Auch nach 2 Jahren intensiven Gebrauchs kann Ladu keinen Mangel feststellen. Weiter geht's zum Schacht. In einem Bergwerkschacht war der Aufzug, mit dem die Bergleute unter Tage einfuhren. Schauen wir uns mal an. Ja, also wie man da schön sehen kann, da steht das Original. Das wurde hier schön in die Spielwelt übertragen.
Genau. Ich denke, da haben die Lindfurter Bürger nochmal ein extra Andenken an ihre historische Geschichte. Von der Arbeitswelt in die Spielwelt rein. Das ist doch gut. Hauptsache, das Ding ist sicher. Guckt man es an, dass sich beim Spielen keiner verletzt. Zumindest nicht schwerwiegend. So eine Beule, naja, damit können wir alle alt werden. Aber alles andere, gucken wir mal, dass wir das vermeiden können. Ja. Also, geht mal wieder der große Prüfer da durch. So, also Seile, Verbindungselemente alle dran, alle fest. Wichtig ist natürlich die maximale freie Fallhöhe. Das ist ja ein hohes Gerät. Jetzt dürfte es nicht möglich sein, auf 5-6 Meter hochzuklettern. Da müsste man also schon darauf achten, dass die Fallhöhen eingehalten werden. Also muss man auch mal reinkriechen, mal gucken, kommt überhaupt ein Erwachsener hin bis hoch zur Tunnelrutsche. Er müsste ja mal Hilfestellung leisten. Sind die Eingangsgrößen alle gehalten, dass ein Erwachsener durchkommt? Auch einer mit meiner Gewichtsklasse. Ne? So, jetzt kommt der wetterfeste Spielplatzprüfer. Gut, sah gut aus, war nichts drin, habt ihr anscheinend alles gut durchgearbeitet über den Winter, konnte man sehen, alles in Ordnung. Beim Bodenkarussell fällt Mario Lado ein Mangel auf. Hier zum Beispiel, ne, darf der Abstand, muss auch kleiner sein wie 8 mm, der Höhenversatz muss kleiner sein wie 2 cm, damit man mit dem Rollstuhl auch schön bequem reinkommt. Ja, dann gibt es irgendeiner, der das Ding so ein bisschen in Bewegung setzt und los geht's. Ist ein bisschen in die Jahre gekommen, also wackelig geworden. Ist durch die Hebelwirkung, kein Wunder, ne? Müsst ihr wieder verschrauben oder wie auch immer. Ihr habt das ja bestimmt schon ein, zwei Mal gemacht. Das ist wahrscheinlich so ein Punkt, der immer wieder mal locker wird. Also gut. Ich werde es in meinem Protokoll mit aufschreiben. Könnte ja sein, dass morgen die Schraube abreißt, damit man zumindest mal das auf dem Schirm hat und auch alle Mann abgesichert sind. Also hier muss nachgearbeitet werden, sonst fällt irgendwann die Stange um. Der Nutzer auch hier fällt plötzlich raus. Im Anschluss an die Kontrolle schreibt Mario Lado einen Bericht. Die Stadt Kamp-Lintfort muss festgestellte Mängel dann sofort beheben. Also Platz ist tippitoppi. Ich trage mir jetzt noch ein paar Sachen ein und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Spielplatz über. Der Prüfbericht wird erstellt, dauert ungefähr 8 Tage, dann ist er spätestens bei euch auf dem Schreibtisch. Und ja, fahren wir zum nächsten Platz. Der Spielplatz im Zechenpark kann in die nächste Saison starten. Wir müssen noch auf einen weiteren Spielplatz. Der ist etwas in die Jahre gekommen, ist wohl ein Mix zwischen Altgeräten und auch ein etwas neueres Gerät. Und der städtische Mitarbeiter hat gesagt, komm, da sollen wir noch mal einen Blick drauf werfen.